Vor einigen Jahren warfen die herzlosen Besitzer ihren kleinen Hund einfach im örtlichen Park aus. Verzweifelt und allein irrte er durch die Gegend, bis er schließlich einen Garten fand, in dem er sich einigermaßen sicher fühlte. Die Menschen in der Nachbarschaft fütterten ihn zwar, aber er brauchte mehr als nur Futter. Jeden Tag saß er am Tor und blickte mit traurigen Augen auf die vorbeigehenden Menschen. Sein Blick war voller Sehnsucht und Bitte. Eines Tages bemerkten Freiwillige vom Tierheim den Hund. Sie sahen seine traurige Geschichte in seinen Augen und beschlossen, ihm zu helfen. Mit sanften Worten und zärtlichen Gesten lockten sie den kleinen Kerl zu sich. Es war, als ob er sich in ihre Hände fallen ließ, voller Vertrauen und Hoffnung. Im Tierheim wurde er liebevoll aufgenommen. Er wurde sofort vom Tierarzt untersucht, um sicherzustellen, dass er gesund war. Dann wurde er geschoren, gebadet und gereinigt. Es war unglaublich, wie er sich verwandelte. Unter dem verfilzten Fell und dem Dreck verbarg sich ein wunderschöner, freundlicher Hund. Die Freiwilligen kümmerten sich liebevoll um ihn. Aber sie wussten, dass er ein Zuhause brauchte, ein echtes Zuhause, wo er geliebt und verwöhnt werden konnte. Jeder Tag, den er im Tierheim verbrachte, war für ihn ein Tag voller Sehnsucht nach einem eigenen Menschen. Er war ein lieber, anhänglicher und freundlicher Hund, der jedem Menschen mit einem fröhlichen Schwanzwedeln und einem warmen Lächeln begegnete. Die Menschen im Tierheim waren sicher, dass der richtige Mensch ihn finden würde. Sie wussten, dass dieser Hund ein treuer Freund sein würde, der seinem neuen Besitzer mit bedingungsloser Liebe und Loyalität begegnen würde. Sie hofften, dass er bald ein liebevolles Zuhause finden würde, wo er endlich die Zuneigung und Geborgenheit bekommen würde, die er verdient hatte. Der kleine Hund war bereit, sein Herz zu öffnen, bereit, einem neuen Menschen zu vertrauen. Er war bereit, die Welt erneut mit neuen Augen zu sehen, die Augen eines Hundes, der die Liebe und die Geborgenheit eines Zuhauses endlich gefunden hatte. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.